Ein Hallo von mir, herzlich willkommen. Mein Name ist Charles und ich begrüße dich zurück in Final Fantasy XIV. Weiter geht's im Handwerker Level Guide und zwar von 45 bis 50. Ja, wir haben Realm Reborn in wenigen Minuten abgeschlossen. Habe ich wieder zwei Makros präpariert und zwar einmal für normale Rezepte und einmal für Ishgard. Als allererstes werden wir natürlich mit dem Rezept anfangen und zwar für normale Sachen. Hier ist es so, wir können noch nicht die Sterne craften. Ja, also es gibt dann hier auch schon Sterne-Rezepte. Das geht deswegen nicht, weil wir Kontrolle und Kunstfertigkeit noch nicht so hoch haben. Aber es hat sich natürlich was geändert bei Neo. Wir haben anderes Gear an. Wir haben jetzt Kunstfertigkeit 212 und Kontrolle 210 bei 296 HP. Hier ist es so, wir haben hier eine Haupthand 44, die Quest haben wir erledigt. Ja, das heißt, ein Teil davon bekommt ihr auch bei der Quest. 46er Hut, 46 Rumpf, Hände 46, Teile 42, Beine 41, Füße 41, das Messer, die Nebenhand auf 40 noch, das hat sie noch nicht mehr getan. Hier bei den Ohren einen 45er mit 3 HP, die habe ich reingetan. Ja. Hier ein Hals in HQ auf 39, einmal Handgelenke 46, hier sind ebenso 3 HP drinnen. Einmal Finger auf 37, also die Ringe 237er. Ja, und alles zusammen komme ich eben auf 296. Was wir brauchen sind 293. Solltet ihr nicht Materie verwenden wollen, nehmt Barfoot. Holt euch die Bar HP. Okay, aber wichtig, 293 bräuchten wir. Und ich kann euch erklären, warum. Es gibt ein neues Kommando. Beziehungsweise mehrere. Wir haben eine letzte Kontrolle bekommen. Das kostet 1 HP. Bekommen wir mit Stufe 42. Und hier ist es so, wenn ihr das Kommando drückt und ihr bearbeitet, danach wird es nicht fertig. Es bleibt eins über. Ich habe schon mal so ein Schisser-Makro gemacht, da gibt es ein Video davon, es wird aber in Zukunft wieder so ein Schisser-Makro kommen, denn hier geht man auf Nummer sicher, man macht zuerst seinen Weg oben und bleibt genau eines davor stehen und der ganz allerletzte Schritt ist dann einfach nur mal bearbeiten, also ein 0 HP Schritt, der 100% gut geht, das heißt am Ende muss man immer ein Bearbeiten mitrechnen, dafür hat man alles fertig und kann die Qualität machen. Und deswegen ist letzte Kontrolle ein sehr geiles Kommando. Und ebenso Name der Elemente und Zeichen der Elemente. Das ist ein bisschen teuer, kostet 36. Aber das in Verbindung macht eine Menge Fortschritt. Und das sehen wir uns jetzt nämlich gleich an, weil ich habe es natürlich in einem meiner Makros schon eingebaut. Ja, weil ich wollte unbedingt damit craften. Denn das ist eigentlich ein sehr geiles Kommando. Ich habe jetzt eben hier präpariert das Makro von Level 45 bis 50 mit 80 Belastbarkeit und 293 HP. 1 HP mehr wegen der letzten Kontrolle. Und dieses Makro, das zeige ich euch gleich, das könnt ihr dann auch bei allen anderen verwenden. Ich fange jedoch an mit einem 50er und zwar ist es dieser Fallensteller Kish, Stufe 50 mit 186 fertig und 2643 Qualität. Hier muss ich aber jetzt mit Qualität anfangen. Ja, 700 finde ich viel, ich fange mit 584 an. Ja, also das könnt ihr alles selber sammeln. Drücke jetzt mir hier auf Synthese und das Makro, wir sehen es jetzt ganz genau, hier wird sich dieser Fortschritt gleich ändern, denn ich crafte hier mit Name der Elemente die letzte Kontrolle, dass es auf keinen Fall fertig wird. Beim 50er wird es eh noch nicht fertig, aber bei allen anderen, das sehen wir gleich danach. Starten wir es mal. Innere Ruhe. Name der Elemente, letzte Kontrolle, Nachhaltigkeit und jetzt eben Zeichen der Elemente. Jetzt habe ich viel Weg gemacht und jetzt Qualität. Veredeln, solide Veredelung, Innovation, Nachhaltigkeit, dann wieder Veredelung, solide Veredelung, wieder normal veredeln. Solide. Wir sehen, wir haben jetzt noch 3 HP über. Also deswegen 293. Macht 2 hastige. Jetzt sind wir aber noch nicht fertig. Das Makro ist halt aus. Ich habe nur 15 Zeilen. Mehr geht nicht. Ja, mehr
Kann ich nicht machen. Und jetzt muss ich händisch fertig craften. Wir haben noch 3 Schritte. Also kann ich jetzt 2-mal die Hastige drücken. Und mit dem Fortschritt wären wir jetzt fertig. Ja, müsst ihr vorher schauen. Von 138 auf 186. Jetzt drücke ich einmal bearbeiten. Und ich bin fertig. Akku. Die Besonderheit dieses Makros ist die letzte Kontrolle. Ich gehe jetzt einmal ein bisschen zurück. Ich gehe mal zu so einem 36er Rezept. Weiß nicht, ob ich da noch irgendwas drinnen habe, irgendwo, aber ich glaube nicht. Ich werde jetzt das einfach simulieren. Wir haben hier Belastbarkeit 80. Ich werde dieses Makro ablaufen lassen. Wenn ihr seht, es wird jetzt einen Schritt davor stehen bleiben. Also beim Fortschritt bleibt eins über. Und das ist die letzte Kontrolle. Ihr habt also mit diesem Makro jetzt ein Schisser Makro für unter 50. Guckt mal, es bleibt bei 127 stehen. Es ist also ein Schisser Makro, so habe ich meine Makros genannt. Ja, also ihr geht hier auf Nummer sicher, hört eines davor auf und müsst eigentlich den allerletzten Schritt dann nur bearbeiten. Man sieht in der Zwischenzeit, macht er wieder Qualität, macht halt alles fertig. Es bleiben halt wieder 3 Schritte über am Ende, die müssen wir halt händisch drücken oder ihr macht euch ein anderes Makro. Ja, jetzt kann ich nochmal Hastige machen. Noch eine Hastige. Und ihr seht eben jetzt, den letzten Schritt drücke ich jetzt nur mal bearbeiten. Dann ist es fertig. Und das ist der Vorteil von der letzten Kontrolle. Ja, ein top, richtig geiles Kommando werde ich noch sehr, sehr oft brauchen. Ja, in Zukunft werdet ihr das noch öfter sehen. Als nächstes machen wir natürlich noch Ishgard. Sorry. Und zwar Stufe 40. Hier habe ich auch angepasst mein Makro. Denn wir haben jetzt ein bisschen mehr HP. Das heißt, wir können mit der Innovation viel mehr rausholen. Einen müssen wir am Ende wieder selber drücken, nämlich das Bearbeiten. Aber trotzdem, es läuft wunderbar ab. Wir haben innere Ruhe. Achso, ich sollte es natürlich auch starten. Also starten wir das Ding über Synthese. Wäre immer nicht schlecht, wenn man das vorher drückt. Und jetzt starten wir das Makro. Innere Ruhe. Jetzt schon die Innovation, Nachhaltigkeit, Veredelung, solide Veredelung, dann nochmal Veredelung, solide. Ihr seht, im Grund bleibt es immer das Gleiche, nur wir können halt, desto mehr HP wir haben, mehr so Innovationen und so weiter reintun. Weil solange wir keine neuen Kommandos haben, können wir eigentlich nicht viel machen, außer wirklich an der Qualität halt so gut wie es geht hochzuarbeiten. Hier ist es auch so, beim Beenden natürlich, wir haben wieder die Ehrfurcht, ein Bearbeiten und ich muss halt eines wieder manuell drücken. Ja, also das bleibt halt auch bei dem Makro. Haben jetzt einen 212er Wert gemacht, werden noch eines schnell mal runtercraften, das heißt hier, das kommentiere ich jetzt nicht, das lassen wir schnell mal durchlaufen. So, und eines müssen wir, wie gesagt, wieder selbst drücken. Passt. Na, das, somit haben wir wieder 2 hergestellt. Porten uns jetzt noch schnell mal hin in die Fundamente. Schauen wir uns natürlich an, wenn wir es abgeben. Wie sieht es aus? Dürfte aber, glaube ich, nicht so schlecht aussehen. Wir dürften, glaube ich, hier... Ja, brauchen müssen wir wieder ein paar craften. Ja, aber gegenüber früher mit Freibriefe und so weiter haben wir viel, viel mehr abgeben müssen. Ja, aber mein Appell wie immer... Vergesst nicht auch echte Rezepte craften. Ja, macht das. Weil es ist natürlich auch schön, wenn man was verkaufen kann. So, das heißt, wir geben jetzt den mal ab. Das war mal einer. Zweite. Ja. Der dritte. Ja, also jetzt bin ich 49. Das heißt, ich gebe jetzt noch einen ab. Und bin Level 50. Ja, und somit... haben wir mal Realm Reborn abgeschlossen. Ich werde in Zukunft natürlich noch weitermachen. Abo nicht vergessen, denn weiter geht es natürlich ab 50. Werden wir dann auch mit euch ansehen, bezüglich Meisterhandbücher, wo bekommen wir die, wie bekommen wir die. Ja, also alles in dieser Guide-Serie hineingepackt. Jo, somit, ich hoffe, es hat euch wie immer gefallen. Kommentare, Like, Abo gerne gesehen und somit ein Tschüss von mir und natürlich von eurer Neo.